Rest habe ich eigentlich. Verleiht Boni für 9000 Kopfschüsse für Sniper. Wäre für meine Sniper gar nicht schlecht, aber der hat eh nur 3 Schuss. Was ist denn mit dem Ringlicht, Alter? Junge. Okay. Dank dabei? Nö. Ui. Vielen Dank, so. Einzigen Schuss hat, also noch beschissen als die vorher hatte. Rutschfett, wie geht es meiner liebsten NC-Box-Legende? Nein. Jetzt, wo du jeden ernstzunehmenden Rivalen der Stadt verprügelt hast, was hältst du davon, einem jungen Boxer zu helfen, der noch eine lange Karriere vor sich hat? Ich rede mit meinem Chum Aaron. Er braucht zuverlässige Mietmuskeln. Kannst du dich drum kümmern? Aha, Legende willkommen, aber ich gucke, was ich machen kann. Ich habe nur auf die Schnauze gekickt, ne? By the way. So habe ich mir das vorgestellt. Hab den Kleinen versprochen, dass ich ihm jemanden vorbeischicke, der Ahnung hat. Von all meinen Chums kommst du da nur in Frage. Haha, ich finde Aaron beim. Du findest Aaron beim Outdoor-Boxing in Dogtown. Perfekt, danke, Bro. Aber ich muss jetzt erstmal was anderes erlegen. Alter, nein, wir wollen doch erstmal das machen. Nur für den Fall der Fälle. Im Idealfall brauchen wir die Knarre gar nicht. Können natürlich auch reingehen und einfach alle umballern. Aber wenn es keiner sieht, wer es war. Das ist ja auch besser, ne? Dein Penner kriegt mir am Arsch. Oh yeah, okay. Jetzt gucken wir uns nicht weiter an. Die Ratte will's wissen. Okay, gut. Wir müssen irgendwie nahe kommen. Unauffällig am besten. Ihr seid die Wachen, oder was? Okay, wir wollen erstmal unauffällig bleiben. Okay. So machen wir es seitwärts. Also in der Horizontalen. Nicht festhalten, Bro. Er ist ja auch nicht fest. Cool. Hier kann es nicht hochziehen, da aber nicht, oder was? Jetzt habe ich schon Sprungdinger drin und ich komme trotzdem nicht drauf. Ah, das ist eine Wand. Hier ist eine Wand. Jedes Gebäude hat augenscheinlich keinen Eingang. Also ich soll jetzt durch die Vordertür reinmarschieren. Ihr wollt mich doch wohl verarschen. Macht doch niemand. Das sei denn, er ist total bekloppt. Also bin ich ja teilweise, aber... Die Garage nehme ich auch. Natürlich kein Strom. Aufmachen kann ich sie sowieso nicht. Ja, perfekt, Leute. Ernsthaft jetzt. Ich gehe auch durch die. Ne? Kein Problem. Ich gehe auch durch die Vordertür. Aber das wollen wir alle nicht. Okay, wir haben jetzt fast alles ausgeschlossen. Ich kann mir zwar nicht vorstellen,
Na, sieh mal einer an. Knappe Geschichte. Mit 15 Skill Points, aber. Drin ist, in das wer drin ist, sag ich mal, ne? So. 55 BD, 55 NC. Das ist ja blöd. Ne, doch, geht. Noch weitermachen. Könnte ich. Granatenzündungsschema, ja. Irgendwie das Gefühl, ich kriege hier mal nie was raus, ne? Ich habe locker in dem Spiel 5000 Stunden mit Hacken verbracht. Apropos, habe ich eigentlich... Nee. Am geilsten fand ich eigentlich, dass wenn man die Dudes in einen Container wirft, sterben die einfach, sind tot. Stopp, Alter. Okay, ab hier wird es spannend. Ich muss die Boys ja noch finden. Muss ich die erstmal finden? Lass mich raten, die haben keinen. Die ist, sind die einzigen, die keinen verschissenen. Keine verschissene. Überwachungskamera-Systeme haben? Irgendwas in der Richtung? In Position, Leute! Ja, das passiert dann immer. Das ist auch nur eine Single-Shot, Alter. Ich raste aus. Schieß extra nicht auf die Köpfe, okay? Hier durchschießen? Nee. Unterwegs! Ich reiß dir die Eingeweide! Na, hör mal, oh, der kann aber, der hält aber raus, ne? Zack. Hör mal, dankt. Keine Zeit für Spielchen. Komm raus! Hier. Es wäre gut, dass ich die Maschinenpistole weggepackt habe. Hm. Aber die zappeln alle noch. Ist doch gut. Also zumindest die. Schlechter laufen können. Also, nein, hätte es nicht. Das ist eigentlich sehr schlecht gelaufen. Der sieht nicht mehr so lebendig aus. Ist mir den Kopf weggeschossen? Nee. Hallo. Ich hoffe, dass der trotzdem noch lebt. Richtiges Waffenlager hier.
Hat der unten nichts mitbekommen? Das ist doch perfekt, obwohl hier rumgeballert wurde noch ein Löcher. Oh je. Yeah. Den auch ein bisschen aus als. Da steht, die Waffe ist nicht tödlich. Also ist die Waffe verdammt nochmal nicht tödlich, okay? Kann doch wohl nicht sein. Wir werden doch nicht lügen. Nachrichten. An alle Mitarbeiter des NCPD Pacifica zum 17. Oktober 72 wird das Polizeirevier NCPD Pacifica aufgelöst und die Arbeitsverträge aller dort angestellten Polizisten aufgekündigt. Aufgrund der starken Vorbehalte der Bevölkerung gegen die Polizei in diesem Bezirk raten wir ihnen, das Revier in Zivil zu verlassen. Oh. Wir haben außerdem Berichte über geplante Krawalle im Pacifica erhalten, darunter über einen möglichen Angriff auf das Polizeirevier selbst. Empfehlen wir ihnen, das Gebäude so schnell wie möglich zu verlassen. Die Entscheidung, das Revier aufzulösen, wird voll und ganz vom Bürgermeister Lucius Ryan unterstützt. Okay, krass. Scuff-Splitter? Hey, ich habe einen angeblich unhackbaren Splitter von den Scuffs. Willst du dir den mal angucken? Hat irgendein Zetatech-Konzerner namens Asan oder so gehört. Wirf ihn mal einen Blick drauf, Chum. Das ist verfickte Drecksau Turner. Geht um Folgendes. Ihr müsst den dummen Wichser finden, den mein Bruder geklaut hat. Der dumme Wichser heißt Jesse Turner. Ein paar von euch kennen ihn vielleicht noch, hat früher mal für uns gearbeitet, ist mit einer weißen Pussy nach NC abgehauen. Also fragt eure Schums in der Stadt, ob sie den gesehen haben. Wer den Bastard findet, kriegt eine Belohnung. Ja, hat wirklich keine Überwachungsvideos hier, ne? Schräg. Macht ja gar keinen Sinn. Die Zeilrevier ohne Überwachung? Was soll ich sagen? Wer ist er? Ach, den habe ich in den Rücken geschossen, glaube ich. Ja, gut. Dann gehen wir mal in den Keller, wa? Weil da wollen wir offensichtlich hin. Scheiß rechts! Hallo? Ist da jemand? Wer fragt? Charlie oder Bill? Charlie. Also hat Stella jemanden gefunden. Gott sei Dank. Okay. Versuchen wir, sie aufzukriegen. Dieses Scheißteil! Hilf mir doch mal! Lieber zurück. Oha. Ach du Scheiße. Ich weiß. Was zum Teufel? Keine Sorge. Nicht mein Blut. Was ist hier passiert? Sie am besten selbst. Einfach mir folgen. Was zum... Das ist Bill. Hi. Wer ist der Typ? Wer, ich? Ich hab's doch schon gesagt. Ich bin Bill. Schon klar, danke Bill. Ich meinte die verdammte Leiche auf dem Tisch, die Stella irgendwie vergessen hatte zu erwähnen. Wir haben ihn nicht getötet. Echt nicht. Mal sehen. Zwei blutverschmierte Typen, ein verschlossener Raum, eine ausgeweidete Leiche. Da kann nur ein Meisterdetektiv helfen. Na los, erzähl ihm von deiner genialen Idee. Meine Idee? Du hast doch Dodger an Land gezogen. Sicher. Wenn du die Drogen nicht vor der Nase eines Junkies abgelegt hättest. Woher sollte ich wissen, dass er schluckt? Lass den Scheiß, Leute. Erzählt mir, was passiert ist. Sag du's. Nein, erzähl du. Mir platzt gleich der Sack. Das war so. Der Typ klaut Dodgers Zeug, verpisst sich nach NC. Und wir hören, dass Dodger eine Belohnung auf ihn und das Koks ausgesetzt hat. Dann stolpern wir bei einer Routinekontrolle über ihn und seine 200 Gramm Synth-Coke. Also haben wir ihn eingesackt und hergeschafft.
Der Typ hat 200 Gramm geschluckt? Geht das überhaupt? Wir warten jedenfalls hier auf Dodger, als Bill plötzlich die Tüte einfach so auf den Tisch knallt. Da schreit der Schweinehund, fickt euch Bullen, und stopft sich das Ding in den Mund. Hatte vielleicht ein Implantat oder so, mit dem er mehr schlucken kann. Ja, wie das deiner Mutter oder was? Was redest du für einen Scheiß, Bill? Und er wollte es nicht wieder ausspucken? Wir haben es mit einer Tracho... Ach, fuck. Einem verdammten Loch im Hals versucht. Keine Chance. Die Tüte muss geplatzt sein. Er hatte Schaum vor dem Mund, zuckte so rum und ist einfach abgekratzt. Dann haben wir Panik bekommen. Der Vollidiot hat zehntausende Eddies gefressen. Was hätten wir denn machen sollen? Wenn die Tüte schon kaputt war, warum dann noch die Doktorspiele? Wir waren in Panik, okay? Ist einfach passiert. Es ist alles weg. Alles vollständig aufgelöst. Dodger macht uns kalt. Dann bringt ihr ihm den Dieb mit seinem Stoff. Nur ohne den Dieb. Oder den Stoff. Ja, so in etwa. Du musst uns hier raushelfen, bitte. Und ihr hättet nicht einfach gehen können? Unsere Knarren sind irgendwie im Wagen. Das wird ja immer besser. Wo ist die Karre? In der Garage. Dann mal auf zur Garage. Jetzt ist es offiziell wie endlich in der Oberliga angekommen. Also in der Liga der Oberbleibirnen. Herzlich willkommen, Johnny. Stella bringt mich um, wenn sie von der Sache erfährt. Ich bin ein toter Mann. Weißt du, was du jetzt brauchst? Was? Richtig dicke Eier in der Hose. Ach, und du bist so ein harter Kerl, der zum Glück gar nicht stottert, wenn er mit dem Captain spricht. Ich stotter überhaupt nicht. Letztes Mal ging's hier durch. Wie ging der Code noch? 2893? Es war 2983. Idiot! 2893 stimmt. Ich hab's genau gesehen. Gib schon ein. Das war falsch. Ha, 2983. Alter, sag ich doch. Dodgers Schläger. Achtung! Hä? Dann nicht etwa her, oder? Okay. Eliminieren die Bedrohung finde ich jetzt ein bisschen hart, habe ich ja nicht gemacht. Ich habe ihn nur außer Gefecht gesetzt. 55. Let's see. 7a geht nicht. NC7A. ABD, also. Ich bin dumm. Ich bin dumm, egal. Aber ich kann nochmal. Was wollte ich denn vor? 55? Ich wollte eigentlich darüber. 55. 1C. 7A. 55. 1C. 1C. 55. 55. 1C. 1C. 55. Das müsste gehen.
Schon wieder? Ach, Leute. Ja, einfach weiterlatschen. Wir waren das diesmal nicht. Muss irgendwo ein Schalter sein. Roger wird uns mit Eddies zuschütten, Bill. Der Plan ist narrensicher, Bill. Vertrau mir, Bill. Schnauze, Bill. Dann ist es eben Pacifica. Bist du so ein Schlappschwanz, dass du dich nicht hintraust, Bill? Hast du Angst vor Geld? Sagt der Wichser, der das Zeug nicht in der Hose behalten konnte. Richtig geil, Alter. Ihr Problem. Die Garagentür zum Arsch. Immer wenn man sich anschmeißt, gibt's einen Kohlenschuss. Mark behauptet, das liegt an der Verkabelung, aber er weiß, was das echte Scheißproblem ist. So oder so muss man es jedes Mal neu verkabeln, sonst fliegt die Sicherung raus und das ganze Gebäude hockt im Dunkeln. Okay, cool. Ja, jetzt wären 20 Punkte geil, ne? Habe ich aber nicht. Weil ich ja immer so ein, ich skille alles gleichmäßig Typ bin. Oh, wo ist denn hier das? Ah, hier. Geht doch! Vielleicht fliegt das Regal um. Müssen wir vorbei. Mehr habt ihr nicht? Ist. Das ist so cool. Warum leuchtet das? Oh. Kompaktes Knochenmark. Will ich wissen, was das ist? Nee. Ach du Scheiße. Das wird jetzt nicht so leicht, ne? Weil ich ihn wieder nicht anpacken kann. Alle nicht mit, ne? Sorry, verdammt. Das ist ganz allein passiert. Ja, klar. Ich bin die Scheiße so leid. Wenn das vorbei ist, höre ich auf. Und mach einen Scopdog-Stand auf. Mhm. Der Weg zum Reichtum ist mit Wurst gepflastert. Na los, komm. Lass uns von hier abhauen. Also, hätte es oben auch laufen können. Ist es aber nicht, ne? Schade eigentlich. Das große Turbo-Bogo kommt wahrscheinlich noch. Gehe ich mal ganz stark von aus. Unser Einsatzwagen ist genau dahinter.